Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir... Zitat, Andy, was hast du damals zu dem Producer von Magic Shop gesagt, wo du in Sindelfingen dieses G4 von Bond Lima solltest? 4 Tage vor Sindelfingen sagt mir der Peter, jo, schickt mir das, ich mache den Karton auf, pack auf, ich soll das vorführen auf dem Messestand. Wir waren, treffe ihn in Sindelfingen, gebe ihm dieses Produkt zurück und sage, Peter, nicht mal Sindelfingen 2021 kann ich das vorführen, weil das ist Sleight of Hand at its best. Es ist, was ist es? Es ist die Möglichkeit, 4 Bälle an beiden Händen sofort zu produzieren. Also so quasi für so, wie heißt es? Halbshell. Nee, ich meine die Technik, wie heißt denn das? Manipulation. Manipulation, genau. Genau, und ihr habt halt quasi die Möglichkeit, quasi eure Hände offensichtlich jetzt sagen, warum machen wir es nicht? Es ist, verdammt, also es ist nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe ja, wie gesagt, nur den Trailer gesehen und dachte mir schon so, das soll ich vorführen, als ich jetzt im Detail danach die Technik ist ja auch ein Gimmick dabei. Ja, es ist zwei Gimmicks, es ist doch gar nicht so krass, aber immer noch krass genug. Genau. Weil ich habe diese Halbshells gesehen und ich kenne halt Leute, die Routinen damit machen. Ja. Und ich weiß, da steckt jahrelange Arbeit drin, nur um diese Bälle da in die Finger zu bekommen. Ja. Und da habe ich Angst vor. Viel zu. Was ist das? Also wie gesagt, das ist für die, die mit weißen Manipulationsbällen arbeiten. Es ist leider nur tatsächlich die Möglichkeit, diese 4 Bälle zu produzieren. Also wirklich von, also müsste theoretisch gesehen auch ein bisschen sowas haben, vielleicht auch ein bisschen ringabhängig und mehr ist es nicht. Ihr könnt die Bälle nicht rausgeben, ihr könnt mit den Bällen nichts weiter machen, ihr müsst wirklich mit diesen Bällen jetzt und so auch in quasi euren Hut rein uns ablegen, das ganze Gimmick mit wegditschen. Ja. Weil das Gimmick ist tatsächlich auch so entsprechend bewahrt, dass ihr damit nicht mehr machen könnt. Es wird auch in dem Link dazu nicht sonderlich darauf eingegangen, wie ihr es einbauen könnt. Es ist, wie gesagt, für Manipulatoren halt einfach so quasi, glaube ich, fürs Ende oder für den Anfang. Aber ich muss zugeben, ich kenne mich mit Manipulationen kaum aus, weil ich kann Backvanish, aber das war es auch schon. Und es gibt doch diese Technik, es gibt doch Leute, die können das ohne Gimmick, oder? Also alle diese Bälle, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, also einen weißen Ball. Es gibt immer wieder dieses Produzieren, das benutzt man eine Shell. Genau, das meine ich. Eine Shell, ditcht ihn weg und holt einen neuen und sowas. Das geht schon. Das ist, wie gesagt, ein Moment. Ich glaube, das ist halt, wie gesagt, auch für den Anfang oder fürs Ende von der Routine, wenn ihr wirklich auf die Bühne kommt und dann pum. Weil das macht dann natürlich schon was hier, weil auf einmal zack. Ja, es sieht mega aus. Habt ihr 8 Bälle, dann halt eben wegditschen und dann quasi in die Manipulationsroutine oder halt irgendwie dann in der Routine am Ende hinkommen und dann so am Ende, Dankeschön, schum. Ja. Hat so ein bisschen was von Wolverine. Aber ja. Sehr, sehr speziell. Ganz speziell. Ja. Und eigentlich, wie du schon gesagt hast, nur für jemand, der schon eine Routine hat mit weißen Bällen als... Und selbst für den wird es schwierig, das einzubauen. Ja. Selbst für den wird es schwierig, das einzubauen. Ja, genau. Selbst nur für die Bühne. Ich meine, so eine Ballmanipulation könnte man ja, ich denke, könnte man sogar Close-Up hinkriegen mit normalen Bällen. Das aber nicht. Nee. Da brauchst du wirklich eine Bühne mit dann deinem... Aber so eine Manipulationsroutine lebt auch davon, dass es halt eben auch Musik abgestimmt ist. Dass es einfach künstlerisch aussieht. Ja, also deswegen Gedanke, Close-Up so für ein Video vielleicht noch sieht geil aus. Ja, aber es ist halt auch noch... Ja. Das war's. Richtig, es ist auch schwierig. Es ist so ein Baustein für eine Manipulationsroutine, oder? Es ist, ja, wie gesagt, ich sehe es höchstens am Anfang oder am Ende, einfach um, wie gesagt, auf einmal 8 Bälle zu produzieren, aber das war's dann auch. Es sind auch keine Basics dabei, oder? Nee, richtig in Erinnerung? Es ist einfach nur, erzählt halt eben, wo ihr es verstecken könntet, also auf die Bühne zu kommen, worauf ihr achten müsst, also winkelmäßig, weil es auch nicht ganz hundertprozentig koscher ist. Ja, schwierig. Also, ganz schwierig. Ja. Es ist halt eben für denjenigen, der es gebrauchen kann, ist es genau, wo ich gesagt, oh mein Gott, ja geil, ich will am Anfang von meiner Manipulationsroutine genau das machen. Dann ist es genau das. Ja, ihr könnt 8 Bälle produzieren. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr merkt, man kann über dieses Produkt gar nicht so viel sagen. Es streift bei mir zwischen nicht zu gebrauchen oder ganz speziell nur zu gebrauchen. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ich bleib bei 3 Punkten, weil es ein cleveres Teil ist. Aber es... Jeder, der darüber nachdenkt, sich das zu kaufen und aus dem Grund die Review guckt, überlegt euch ganz genau, ob ihr das einsetzen könnt und schaut bitte drauf, dass ihr schon eine Routine habt, sonst werdet ihr ein bisschen enttäuscht sein. Ja, es ist auch absolut, es ist ein Aufbauprodukt, es ist ein Add-on, es ist kein, ey cool, ich will mit Manipulations anfangen, kauf mir das, keine Chance, nicht, nein, bloß nicht. Deswegen gibt es von mir jetzt auch mal 3,5 Punkte, ich finde es okay,
wie gesagt, für denjenigen, der es gebrauchen kann, aber für mich auf keinen Fall. Für den Andi nicht, für die meisten, die ich kenne, nicht. Dazu beachtet dabei auch, dass wir davon, dass das überhaupt nicht unser Steckenpferd, diese Kategorie. So, gar nicht. Also, wie gesagt, die Punkte sind ja auch nur unsere Meinung. Ihr wisst, worum es geht. Schaut vielleicht, schreibt uns in dem Blogartikel jemand, der sich in der Thematik besser auskennt, ein bisschen Erfahrungsbericht zu ähnlichen oder solchen Sachen, weil wir da genau nur das jetzt liefern können, was wir hier gesagt haben. Gut, genau. Das war's. Guck mal ganz kurz, weil jetzt, wo du gerade Blogartikel gesagt hast, passt perfekt, wir haben keine Fragen. Also, yay! Scheinbar sind wir nicht die Einzigen, die das nicht so auf dem Schirm haben. Gut. Das war's von G4 von Bond Lee. Zur Mitte der Review. Ja, kleine Ankündigung, die gar für euch gar nicht so groß ist. Deswegen klein, macht Sinn, ne? Ah, ja. Gut, und wir bauen schon seit einiger Zeit an einer neuen Website. Und zwar, es ändert sich eigentlich nur die Endung. Wir hatten bisher www.angelmagic-review.de und jetzt haben wir .com. Das hat technische Gründe, dass wir das parallel aufgebaut haben. Wir haben eine neue Zauberbibliothek, Zauberartikelbibliothek, das ist das Herzstück. Wir arbeiten an einem eigenen Online-Shop da drauf und wenn alles nach Plan läuft, sollte aktuell das eigentlich schon fertig sein. Es ist ab jetzt immer verlinkt. Genau, schaut euch ein bisschen um. Wir können jetzt damit, vielleicht nicht, dass wir im Voraus drehen, noch nicht so viel dazu sagen. Aber es wurde auch, alles live. Alles live. Es wurden sehr viele Wünsche auch umgesetzt aus der Community von euch. Also schaut vorbei und das wäre die neue Website. Genau. Und zum nächsten Produkt, weil das ist auf jeden Fall da. Als nächstes Produkt haben wir Taken von The Other Brothers. Was ist Taken? Taken ist... also oh Gott, Umschläge. Vom Trailer her hat man nicht so viel gesehen. Es ist eine Variante zu Piken mit Umschlägen. Also ihr habt Umschläge, da bittet ihr den Zuschauer, eine Notiz hineinzustecken. Ihr nehmt die restlichen Umschläge und ihr wisst, was der Zuschauer sich gedacht hat. Punkt. Es ist eine Peak-Methode. Sie bewerben es damit, dass es halt eben unauffällig ist, weil ihr die Umschläge halt eben habt. Ihr müsst auch diesen Stapel haben. Es ist alles dabei. Es ist auch schon was gebastelt, was jetzt nicht gerade unbedingt drastisch viel ist, aber naja, es ist vorhanden. Auch die, also wie gesagt, wird da verkauft, wird nur dieses Peak-Device. Es wird auch ein bisschen darauf eingegangen, wie man es revealen kann, aber jetzt so gesehen, also ich habe es mir angeguckt, ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht schon ein bisschen Erfahrung damit, glaube ich, wäre ich damit nicht so sonderlich zufrieden gewesen, mit den Erfolgen halt. Ich muss jetzt gleich mal zu den Umschlägen was loswerden, weil, ja, ich bin auch ein großer Fan von Peking und so, aber ich finde diese Umschläge, generell diese kleinen weißen Umschläge, vielleicht kommt das aus Amerika, aber die kennt hier keine Sau. Also das ist sowas, das schreit für mich schon wieder nach Requisit. Mhm. Und weißt du, so kleine Umschläge, so warum, die machen für mich jetzt irgendwie wenig Sinn. Denn geheime Botschaft kommt in den Umschlag. Ich bin einfach ein Fan von einer LF Wallet oder ich verwende auch in meinen Auftritten die Trinity Wallet. Ein Geldbeutel ist ein normaler Gegenstand. Wir nehmen deine Prediction, wir packen den Geldbeutel, steckt dein Geldbeutel in deine Tasche und ihr peakt. Das ist für mich ein normaler Peaking-Vorgang, wo die Leute wo irgendwie Sinn macht. Aber so ein Stapel mit Umschlägen dabei haben, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das... Ich habe auch schon mit Umschlägen gesehen, von Peter Turner war da was, da war das richtig gut. Da hat er eben gerechtfertigt, quasi so, man kann nicht durchgucken. Mhm. Also man, selbst wenn man es gegen das Licht hält, sieht man nicht, was draufsteht. Wenn man es gegen den Umschlag hält, siehst du was? Nein. Und so hat er es halt eben quasi versiegelt. Okay. Ja. Hier ist halt eben, naja, die Variante ist nicht schlecht. Also es funktioniert. Nee, das nicht. Sagen wir es mal so, es funktioniert. Problem ist, ja, es ist halt, wie gesagt, nur ein Peak. Ja, mehr ist nicht dabei. Wenn ich jetzt das mit Elf Wallet vergleiche, klar, Elf Wallet natürlich deutlich teurer. Haben wir übrigens noch nie reviewed, ne? Haben wir noch nie reviewed, aber verwiesen, aber. Nein, ne? Es soll ja auch so ein bisschen unter dem Radar bleiben. Nee, aber da gibt es halt eben echt etliche Sachen, die dabei sind. Und das kostet hier 30 Euro. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, nur ein Peak. Es ist kein Reveal. Ihr bekommt nicht wirklich Tipps zum Reveal. Michael Kegel hat es sehr gut im Blogartikel zusammengefasst, könnt ihr auch mal drunter lesen. Unser Favorite Kommentator. Ja, wirklich. Ja, puh, ne. Ich meine, ja, es funktioniert. Von daher ist es ein Peak-Device, was funktioniert. Was will man dazu mehr sagen? Also, es ist schwer, was dazu zu sagen, weil es auch nicht sonderlich viel hergibt. Ich muss das sagen, generell, wir haben schon mal ein Peak-Produkt zerrissen von jemandem, den wir eigentlich ziemlich cool finden, von Morgan Strabler, weil ein Peak ist halt an sich nichts wert. In der Fairness aber, der Peak bei Morgan Strabler ist sogar noch mal besser, weil es da hat er ja nur eine Visitenkarte. Und der Peak ist auch, was auf der Visitenkarte ist und sagt zum Zuschauer, hier, nimm's zurück. Aber worauf ich hinaus will, der Peak ist nur so gut wie die Routine drumherum. Ja. Einfach ein perfektes Peak und zu sagen, das war dein Wort, werdet ihr keine guten Reaktionen drauf kriegen. Ja. Schreib ein Zettel auf ein Wort und du sagst, ja, steht Baum drauf. Sagt der Zuschauer, okay. Also, das ist so, ihr braucht das, was du von Peter Turner von anreißen wolltest, so diese, ihr braucht die Routine, die Story und das fehlt hier ein bisschen. Das ist halt eben, wie es schon, es hat ein berühmter Zauberer mal gesagt, ne, kannst du
100 Forces und einen Reveal hast du einen Trick. Hast du einen Force und 100 Reveals hast du 100 Tricks. Ja, genau. Ja, das ist halt eben, das ist der Force. Oder beziehungsweise halt eben der Peak. Aber was machst du draus? Richtig. Ja? Und das wird bei Peak-Produkten, nenne ich es jetzt, egal ob Wallet oder Umschlag, immer unterschätzt. Ja. Es wird immer so viel Arbeit in die perfekte Technik gesteckt und gefühlsmäßig so wenig Arbeit in die Story und das Wichtige eigentlich. Es ist halt eben jetzt auch nicht so, als gäbe es keine anderen Varianten, die natürlich wirken. Ja, das sind jetzt Umschläge. Klar, wenn ich einen Stapel Umschläge dabei habe, gut, ne? Aber habe ich mein Geldbeutel, mein Visitenkarten-Etui, das ich zum Pieken benutze, ja? Oder beispielsweise eine App oder sonst irgendwas zum Pieken benutze. Das ist ja schon natürlich. Ich stelle die Existenzberechtigung dieses Produkts tatsächlich in Frage. Mag jetzt hart klingen, aber es gibt schon so viele Varianten da draußen mit Peaks. Was wollen wir denn noch mehr? Ich meine, ja, das mag vielleicht für manchen sagen, perfekt, ich trage sowieso immer solche Umschläge mit mir rum. Warum auch immer, keine Ahnung, kann sein. Aber beispielsweise ein Double Lift auf Visitenkarten und zum Zuschauer das verbrennen lassen und dann sagt man, du hättest hier irgendeinen auswählen können. Ja, und ich gucke da drauf. Als Beispiel, Spidey hatte mal was mit Blankokarten, dass er die piekt. Also, es gibt ja schon etliche, warum braucht man den jetzt unbedingt nochmal rausbringen? So, hey, wir haben hier das perfekte organische Gimmick, weil du brauchst ja nur einen Stapel Umschläge. Mentalismus lebt nicht von perfekten Gimmicks, sondern von perfekten Präsentationen. Ja. Die Other Brothers sind jetzt auch, die sind coole Typen, ich will gar nichts sagen, aber das sind jetzt nicht meine Mentalismus-Vorbilder. Ja. Wenn ihr was in Sachen Mental-Peaking, dann mein Rat, schaut euch Peter Turner, Luke Germain, eigentlich egal was an, aber hier auf die Technik zu fokussieren, ist der falsche Ansatz. Und das haben sie ein bisschen gemacht. Wir haben eine coole Peak-Technik, jetzt bauen wir noch schnell ein Produkt rum. Ich wette auch, es gibt sau viele Lectures von eben, wie gesagt, Peter Turner oder Luke Germain, die weniger kosten als diese 30 Euro für dieses Produkt und wo ihr viel mehr konntet und mit Sicherheit auch einen guten Peak dabei habt. Luca Wolpe habe ich wollte. Luca Wolpe. Ja, holt euch, wenn ihr in die Richtung wollt, fangt nicht mit dem Produkt an, sondern holt euch irgendwas aus der Richtung. Ja, das ist halt so ein, wenn dann wäre es überhaupt ein Add-on-Produkt, was es aber nicht ist. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal 2 Punkte in meinen Augen nicht zu gebrauchen. Ich werde es auch nie verwenden. Wie gesagt, das hat meiner Meinung nach nicht so wirklich meine Existenz. Ich schließe mich da auch an. 2 Punkte mal, weil es ist ganz genau. Ja, nichts mehr hinzuzufügen. Und das war's mit Taken. Und das war's dann auch schon wieder mit Angel Magic Reveal für diese Woche mit Taken und G4 von Bondly. Ja, wie gesagt, ein paar sehr spezielle Produkte. Wir hoffen, wir sind jetzt nicht zu sehr ins Rant reingekommen. Meine, das passiert halt mal, aber ihr kennt, das ist halt eben unsere Meinung. Wenn ihr sagt, das ist das Produkt, was ihr gesucht habt, go for it. Aber wie gesagt, spiegelt ja unsere Meinung wieder. Genau. Wenn ihr euch was anderes kaufen wollt, dann unterstützt doch unseren Sponsor über unsere Links in der Beschreibung. Das würde uns auch die Show dann wiederum sehr unterstützen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!